Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Woche ID3 statt Tesla. Ja, da vorne steht der ID3 und ich nutze die Gelegenheit hier mal, euch den Maxus zu zeigen. Den habt ihr lange nicht gesehen. Den Wagen habe ich ja vor über 2 Jahren bei der Firma Maske gemietet. Das ist ein voll elektrischer Transporter. Ja, der müsste jetzt so um die 30.000 gelaufen haben. Ja, und ich habe euch gestern Abend angekündigt, dass Holger heute kommen will und sich den ID3 holen will. Ja, und Holger hat aber gerade angerufen, er schafft das nicht, er hat zu viel zu tun und deswegen blenden wir noch einmal zurück. Als ich bei Stefan Schwung war, da haben wir dieses Auto nämlich nicht nur von außen gecheckt, sondern wir haben ihn uns auch von innen angeschaut. Und unsere Meinung zum ID3 Innenraum, der ja heftig diskutiert wird, die seht ihr jetzt. Das bin ich, Dennis Wittus. Und seit 2016 teste ich Elektromobilität im Alltag. Nicht als professioneller Autotester, sondern als ganz normaler Typ, der versucht, ohne Benzin und Diesel durchs Leben zu kommen. Und in diesem Monat tausche ich meinen Tesla Model S gegen einen neuen Volkswagen ID3. Und ihr dürft mich dabei begleiten. So, Zeit für einen Innenraumcheck vom ID3. Wie finden wir den Innenraum? Viel diskutiert, sind viele Videos auch drüber erschienen, glaube ich. Ja, hat jeder so seine Meinung zu, ich auch, Stefan auch. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber diskutieren und uns hier den Innenraum angucken. Erstmal designmäßig. Stefan, wie findest du das? Ja, VW hat ja den Fokus gelegt auf 2 Monitore. Das heißt wirklich einmal dem Fahrer was zu zeigen und in der Mitte das Infotainment zu haben. Ist okay, ist aber auch ziemlich abgeguckt vom BMW i3. Ganz klar, auch mit dem Fahrtrichtungshalter oben. Ne? Das ist typisch i3. Das sieht mir so ein bisschen aus, so wie eine Mischung aus so Raumgleiter von Star Trek und Nintendo Switch Spielekonsole. Großen Vorteil hat es ja, dass er oben auf der Lenksäule sitzt. Wenn du das Lenkrad verstellst, ist es halt so, dass, kann ich mal eben zeigen, ja, hast du halt immer den idealen Blick, weil du guckst ja immer, der bewegt sich mit, der Monitor. Und du hast nicht so irgendwie den Lenkradkranz irgendwann im Weg. Das heißt, das hat einen großen Vorteil, wenn das Ding oben auf der Lenksäule sitzt. Das finde ich auch ganz gut. Was mich ein bisschen irritiert, mittlerweile sind 2 Bildschirme. Hätte man auch einen machen können. Ja, und aber dann wäre er nicht mitgewandert, ne? Ja, und wir haben eine Touch-Bedienung, genau. Die geht. Wir können das auch so, zeig mal, wie das Wischen geht, selbst das geht. Genau. Und dann haben wir wieder Knöpfe und wir haben hier wieder Knöpfe. Das sind keine Knöpfe, das sind Sensorschalter, ne? Also das ist alles Sensor. Du hast jetzt nicht die große Ausstattung, aber zum Beispiel bei mir leuchtet hier unten noch bei, je nach Variante, hier unten eins. Das heißt, wenn ich mit dem Travel Assist fahre, dann blendet der hier unten was ein. Und alles, was jetzt hier durch dieses Drücken und so weiter, was du spürst, ist alles simuliert. Wie beim iPhone der Home-Button. Ja, was ich damit sagen möchte ist, ein iPhone hat einen Home-Button und hat sonst eine intuitive Bedienung. Ja. Die ist voll ausgerichtet auf keinen Knopf. Das stimmt. Oder nur einen Knopf. Ja. Bei Tesla ist es genauso. Und hier ist es ein Mischmasch. Genau. Das ist so eine Mischung aus Science-Fiction-Film und Mickey Mouse hier irgendwie. das ist schon ein Fortschritt und man sieht, die gucken sich was ab, aber so ganz konsequent ist es dann immer noch nicht. Ist vielleicht auch, ist wahrscheinlich so gewollt, weil man hat ja einen Verbraucher. Pass auf. Was ganz klar ist, ein Tesla, der ist ausgelegt auf Menschen, die technikaffin sind, die wollen sowas. Sie sind begeistert von dem Minimalismus, den ich auch sehr geil finde bei Tesla. Und jetzt erreichst du hiermit aber plötzlich auch die deutsche Hausfrau und den deutschen Hausmann. Ja? Das heißt, die sind es gewohnt, dass sie irgendwo draufdrücken können, um irgendwas zu bewirken. So, und ich glaube, die werden einfach damit überfordert, wenn du hier ein blankes Lenkrad hast und nur noch alles über ein zentrales Display machst. Definitiv, die werden überfordert. Und deswegen hat VW gesagt, pass auf, Reduzierung ja, weil es sind schon echt wenig Tasten jetzt hier für VW-Verhältnisse inzwischen. Wenn du mal merkst, manche haben hier so eine riesen Mittelkonsole, wo einfach nur noch Tasten drin sind. Bestes Beispiel auch digitales Auto, Audi e-tron.
Der ja, hat eine ja, überfrachtete ja, ja. Mittelkonsole. Wahnsinn. Finde ich auch doof. So, und jetzt sehen wir hier unten Mickey Maus Spielekonsole ja. bei genau. Tesla, bei Play und Volkswagen Pause. Sind auch Kindsköpfe im Einsatz wie bei Tesla. Was ich cool finde. Ja, die irgendwie cool. so lustige Sachen im Bilder im genau. Kopf haben. So, hier, das finde ich gut, dass in der Bedienung man ja. sich zum Beispiel über Sachen wie Licht keine Gedanken mehr machen muss. Das stimmt. Wie bei Tesla. Ja. Allerdings hast du auch so ein paar Themen. Zum Beispiel hast du hier das Bedienpanel. Und ihr seht, hier sind nur zwei Fensterheber. Ja, du musst vorher Rear drücken, damit du die hinteren Fensterheber bedienst. Nein. Ja, klar. Ne? Deswegen steht da Rear. Damit ja. machst du die hinteren drauf. Ne? Und wenn du zum Beispiel jetzt die Spiegelheizung anmachen willst, dann musst du hier den Drehknopf so lange drücken. Jetzt ist er auf R. Jetzt ist er auf Spiegelheizung. Ne? Und damit klappe ich sie ja. an. Ja, also, Lenkrad. Lenkrad finde ich sehr hochwertig, muss ich sagen. Ist ein tatsächlich echt Lederlenkrad. Da wollten sie nicht weg wie Tesla jetzt aktuell. Und da werden wir gucken. Langzeitqualität bei Tesla. Leder Tesla hat bekannt. Ja den ultimativen Marketing-Trick angewandt, um Kunstleder ins Auto zu kriegen. Ne? Man nennt das einfach veganes Leder. Veganes Leder, genau. Und ja, ich mag meine roten nicht verkaufen. Mercedes hat es früher MB-Tex genannt. Ja, man gibt dem auch irgend so, ein, ja. so einen tollen Namen. Ja. So, jetzt lass uns mal hier die Materialien angucken. Materialien. Hier oben haben wir schön hinterschäumtes Material. Warte. Wir haben in diesem Bereich nicht. Das ist wieder hart. Ah. Hart. Hier ist schön hinterschäumt. Das seht ihr, wenn ich hier so drauf drücke. Hier meinen Finger, ne? Das seht ihr. Da. Hier auch schon wieder hart. Ne? Hört ihr. Das hier ist das Lederlenkrad. Und dann kommt natürlich die Türverkleidung. Was haben wir diskutiert? Inzwischen ist das Material gegenüber der IAA auch weicher geworden. Das ist nach wie vor dieses harte, aber strukturierte Material. Das hat so eine leichte Struktur. Diese Riffelungen sollen so ein bisschen das Bild so ein bisschen unruhiger machen, was es interessanter macht. Aber es sind Schmutzfänger ohne Ende. Ganz viel in der Kritik steht, das ist der Klavierlack hier. Wer die Fahrzeuge von der IAA kennt, der weiß, dass hier vorher noch Kunststoff war. Das war einfach nur mattierter Kunststoff und jeder sagte, boah, das bleibt doch hoffentlich nicht so. Das sah von der Oberfläche ähnlich aus wie hier der Untergrund von den Schaltern. Und dann haben sie jetzt überlegt, okay, was machen wir, damit es hochwertig ist, und haben Klavierlack genommen. Aber ob das jetzt die bessere Lösung ist. Das Gute ist, weißt du, dass hier, ne, beim Tesla, da ist das ja immer kaputt. Ja, von den stimmt. Rolex, weißt du hier. Ja, ja, genau. Zack, boom. Ja, ja, und bei dem Hartplastik passiert das nicht. Da kannst du auch mal dich mit einer Rolex reinsetzen eben, und fahren. Völlig egal, passiert nichts. Nur da darfst du nicht so genau hingucken, weil bei scharfem Gucken ja, entstehen Kratzer. Ehring. Ja, genau das. So. Also, wie gesagt, dieser Klavierlack, das ist so ein Thema. Und dann steht ganz viel in der Kritik das Material der Sitze. Ich finde die sehr gemütlich. Darf ich mir die mal angucken? Gerne. Ich finde, ich sitze sehr gut. Nehm mal die Kamera bitte. Ja. Ich finde, ich sitze wirklich gut. Das ist natürlich massiver Unterboden, den man hier sieht. Das hat man so bei anderen Autos, denke ich, nicht. Dadurch sitzt man relativ hoch, wie in so einem VW Plus, diesen Golf Plus. Golf Plus. Dieses typische Rentnerfahrzeug. Alle älteren Herrschaften sehen mir das jetzt bitte nach. Deswegen habe ich mein Tiefer gelegt. Ja, ich sitze hier auch gut drin. Also für mich wäre das auch was. Und wir haben eine hohe Kopffreiheit. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Die Sitze, finde ich, man sitzt gut drin. Ja. Aber ich mag es gerne sportlicher. Ich finde ja. die sehen aus wie aus einem Möbelhaus, so die eher günstigere Ware, die man da im Moment kaufen kann. Ja. Wir sagen das, ich bin ja im Einrichtungssektor tätig, wir nennen das konsumig. Ja. Das muss so jedem gefallen irgendwie, so wird Volkswagen das wahrscheinlich auch designt haben. Es gibt jetzt optional übrigens richtig heftige Sportsitze für den ID3, also richtig brutale Dinger, wie sie im Rennsport kommen und optional natürlich. Cool. Also die haben das wahrscheinlich auch selber erkannt. So, gut. Ich sage mal was zu dem Plastik. Ich finde das in Ordnung. Ja. Ich finde, das ist nicht wichtig. Andere Sachen sind viel wichtiger und das hat Tesla ja eigentlich gezeigt. Die Konnektivität, was kann das Auto? Das ist nicht wichtig. Ja, vor allen Dingen muss man mal wissen, VW ist das fast schon Standard. Ne? Also guckt euch mal einen Golf an, da ist das hintere hier in diesem Bereich auch Hartplastik. Vorne ist es allerdings etwas weicher, leicht hinterschäumt. Ja, Platzangebot, Dennis? Ich bin 1,73 groß, der Fahrer vor mir auch.
Deswegen konnte ich das Auto eben so gut fahren, ich musste nicht umstellen. Ja, so, und man sieht, dass, da habe ich fast Platz. Ja, fast wie in so einer S-Klasse, muss man jetzt mal sagen. Ja. Man kann nicht ganz, in der S-Klasse kann man die Beine übereinander schlagen, das geht hier nicht. Das kannst du tatsächlich im ID4 übrigens. Aber das ist, ich hatte ein Audi A6 Jahre lang, das ist dieses Niveau, das ist das Niveau vom Passat. Ja. Wir haben hier hinten eine Mittellehne mit Cupholder für die Kinder. Zwei Kindersitze passen hier auf jeden Fall rein. Ja. Beim ID4 übrigens drei Stück hinten. Drei Kindersitze. Beim ID4. Hm. Ja. Weil ganz viel gefragt wurde, kann ich auch drei Kindersitze hinten machen? Da haben sie es beim ID4 umgesetzt. Hier haben wir USB-Buchsen. Ja. Schon der neue Anschluss. Ja, das ist genau, das ist alles USB-C beim ID3. So. Und hier haben also ganz kurz, was eben gesehen, was man hier vielleicht noch mal sehen kann, ist auch sowas hier, dieses Falten. Ja? Das finde ich zum Beispiel auch nicht schön, ne? Dass man jetzt hier so eine Faltenbildung hat hier. Seht ihr, wenn ich darüber streiche, ist nicht schön. Okay. Hätte ich jetzt auch aufgeschrieben beim Innenraum. So, und wir warten mal, bis der vorbei ist und dann nehmen wir mal den Sound auf des Türklappens. Ist ja ganz wichtig für deutsche Autokäufer. Genau. Ja, also mal näher ran. Ich finde, der Sound klingt ein bisschen japanisch. Ja, mach nochmal eben. Der klingt nicht, auf jeden Fall ist es keine Mercedes-Tür. Leicht blechernden Unterton. Ja. Ja. Wie wichtig ist das? Deutschen Käufern ganz wichtig. Hier muss schwer ins Schloss fallen. Muss schwer ins Schloss fallen. Ah, für die Qualität des Autos völlig unerheblich. Ja. Oder? Ja, ist ja absolut, absolut. Aber ist tatsächlich Deutschen wichtig. Ich arbeite bei Mercedes noch aktuell. Was meinst du, was darauf geachtet wird? So, jetzt sehen wir hier. Ah, hier muss man reingreifen. Wir haben keinen doppelten Ladeboden. Wir haben hier unten aber ein Fach. Genau. Da könnten jetzt Ladekabel rein oder genau, was? Genau, richtig. Ja, ja. Da könnten die rein. Das habe ich ja zum Beispiel bei meiner Corsa-Testreihe bemängelt. Und da hat man auch gesehen, dass das eigentlich ein umgebauter Verbrenner ist. Da war kein Fach für Ladekabel. Ja. Das muss eigentlich sein. Ja. Der ansonsten Kofferraum ist tatsächlich etwas größer. 5 Liter größer als beim Golf übrigens. Und ja. Das, obwohl der hinten noch einen Heckmotor hat irgendwo, ne? Also da ist ja der Elektromotor unten untergebaut und trotzdem hast du hier... Ja, der Elektromotor ist so groß wie eine Wassermelone. Ja, genau. Also der ganze Antriebsstrang, der passt in eine Sporttasche vom ID3. Mit dem, was dazu gehört. Und ist ja das, was früher ja der Motor war, ist heute die Batterie eigentlich. Ein Elektromotor ist ja ein nicht so schwieriges Bauteil, würde ich mal sagen, wie ein Verbrennungsmotor. So, das ist schon groß. Ja, also wenn wir jetzt Literzahl sagen, das finde ich, das sagt den Leuten immer nichts. Ja. Was ist das? Durchreiche? Ja. Hier kannst du durchreichen. Und zum Skifahren. Oder was? Ne? Kannst Skier durchschneiden. Ja, klar, das ist der typische Skisack von früher, ne? So, und kein ebener Ladeboden. Ja, aber nur in deiner Variante. Bei meinem, ich habe einen ebenen Ladeboden. Nein. Ja, da hast du dann hier in diesem Bereich, hier unten hast du dann eine zweite Ebene drin. Ja. Und die kann ich auch nach unten. Also bei mir sieht das komplett anders aus. Ich habe auf dieser Höhe ungefähr, habe ich dann einen zweiten Ladeboden. Den kann ich auch nach unten wegschieben. Hat aber zur Folge, wenn ich jetzt so umklappe, wie du es gemacht hast, ist bei mir ein ebener Ladeboden. Nochmal was zu dem Auto. Das habe ich ja schon in vorherigen Folgen gesagt, was das für ein Auto ist. Das ist jetzt ein Auto, das hat einen Listenpreis brutto von 44.000 Euro. Das ist die Business-Variante und das ist so ein Auto, wie es wahrscheinlich meistens oder ganz häufig verkauft wird. Ich glaube, nicht alle nehmen die Max-Ausstattung, wenn so ein Wagen als Geschäftswagen gekauft wird. Family nehmen viele, weil Family zum Beispiel einen doppelten Ladeboden hat. Ja, da gibt es ja zahlreiche Varianten. Genau.
ich finde das auch mal richtig, nicht nur die Top-Varianten zu zeigen, sondern die Autos zu zeigen, die dann tatsächlich auf den Straßen sind. Und die haben dann eben keinen doppelten Ladeboden drin, wie meiner zum Beispiel. Meiner ist ja absolut volle Hütte als Max. Ja. Wir haben hier auch keine elektrische Heckklappe. Nein, haben die wir hat nicht. Deiner wahrscheinlich. Nee, hat er gar nicht. ID3 hat keine Heckklappe, die elektrisch geht. In keiner Variante. Nein. Ja, nur der ID4, der hat die elektrisch. Aber der ID3 nicht. Nein. Fest. Ja, Stefan, was gibt's noch zum Innenraum zu sagen? Ja, was ganz wichtig ist, ihr habt vorne hier natürlich jede Menge Platz, um dann, das habe ich in meinem Falle hier, du hast die Tür jetzt gerade zugemacht, aber ich habe ja hier hinten meine Tochter sitzen. Ne? Also wenn man hier mal in die wieder aufklappt, ich habe hier meine Tochter sitzen. Und dadurch, dass du jetzt hinten so viel Platz hast und vorne auch noch nach vorne rutschen kannst, haut meine Tochter da auch nicht mehr ständig mit den Füßen hinten an die Rückwand ran, weil die kann tatsächlich ihre Beine strecken und das in einem, ja, in der Golfklasse, ne, das ist ja noch ein bisschen unter der Mittelklasse, finde ich schon sehr cool. So, ich setze mich da nochmal rein, wir können nochmal die Ablagen zeigen. Da ist auch noch einige. So, wir haben hier, die Wilser-Flasche gehörte nicht zum Lieferumfang. Wir haben hier so ein Netz, wofür soll das sein? Ja, also ich habe in dem Netz tatsächlich zum Beispiel immer im Auto eine Maske hängen oder so, also irgendwie so. Ich dachte, die hängt hier. Nein, die soll man nicht an den Innenspiegel hängen. Soll man nicht. Wo lade ich denn jetzt mein Handy? In der hinteren Ablage hier ist ein induktive Ladeschale drin. So. Und wenn du sonst laden willst, hast du hier USB-Anschlüsse, wo du dann das Kabel nach da auch ziehen kannst. Und hier haben wir ein paar Giveaways von der Firma, die uns den Wagen zur Verfügung gestellt hat. Das ist die Firma Maske. Niemand hat die Absicht, hier Werbung zu machen. Ein Spezialist für Langzeitmiete. Da könnt ihr den Wagen auch mieten. Die haben den auch tatsächlich da. Aber durch die Videos wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr. Wahrscheinlich alle vermietet. Auch hier übrigens Klavierlack. Ne? Also das ist. Ich weiß gar nicht, hast du das Tuch dazu bekommen, Dennis? So ein Reinigungstuch. Ein graues, wo VW draufsteht. Nee. Bonschnabel. Was? Hinten ist auch nicht drin, ne? Nee. Also hier das Fach übrigens, das hier zum Schließen. Wie mache ich das Handschuhfach auf? Du drückst auf den Knopf, das ist ganz altbacken. So, ich habe eine Mütze extra mit, weil die Corona-Frisur schlägt ja immer mehr zu. So, und deswegen die nächsten Videos jetzt mit Pudelmütze und und Schal. Ja, also das war unser Innenraum-Check, falls mich jetzt noch jemand erkennt hier. Mein Name ist Dennis Wittus. Und hinter der Kamera Stefan Schwung. Stefan, danke. Gerne. So, ich bin mit dem Schnitt fertig und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, wie findet ihr das Bedienkonzept mit den zwei Monitoren? Findet ihr einen besser, findet ihr zwei besser? Wie findet ihr den Innenraum so gelungen und was sagt ihr zu dem Plastik in den Türverkleidungen? Ist es wichtig, dass das hochwertigere Materialien sind oder ist das schon in Ordnung mit Hartkunststoff? Ist das gar nicht so wichtig, wie wir Deutschen immer nur meinen? Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Video. Wie gesagt, Daumen hoch nicht vergessen. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr und keine Meinung über den ID3.